Hallo und herzlich willkommen zu, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, einem Vlog. Können wir es fassen? Nein, können wir nicht. Ich habe mir überlegt, dass ich die nächsten 3 Tage vloggen werde. Warum, wieso, weshalb, das erzähle ich später im Video noch. Es ist Freitag, ich glaube 9.30 Uhr und ich frühstücke gerade. Zu meiner Verteidigung, die Waschmaschine läuft schon und ich war schon einkaufen und die Kinder mussten heute spät zur Schule. Und achtet bitte auf folgendes Geräusch. Es ist wieder soweit. Es ist Gilmore Girls Zeit und ich bin erste Staffel Folge 11 und es sind ja nur 153 Folgen. Der Herbst hat ja noch ein paar Tage zum Glück. So, ich habe den Vormittag damit verbracht, was wegzuschicken und ein Paket abzuholen. Ich habe meinem Opa einen kurzen Besuch abgestattet und mit dem gesprochen. Ich habe die ganze Wohnung fertig geputzt und muss übers Wochenende noch eine Wäsche waschen. Ansonsten habe ich da auch alles weggewaschen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich möchte am Wochenende nicht shoppen. Ich glaube, das kriege ich sehr gut hin. Nicht putzen. Das bin ich umgangen, indem ich tatsächlich alles fix und fertig habe, Stand jetzt. Und im besten Fall auch nicht scrollen. Wer nicht weiß, wovon ich hier eigentlich rede, sollte sich meinen letzten Livestream unbedingt dazu angucken, warum ich vorhabe, diese 3 Dinge unbedingt nicht zu tun. Genau, also Wohnung ist alles geputzt, Kind Nummer 1 auch schon da, das erste Essen oder der erste Teil des Mittagessens ist auch schon im Ofen. Und eigentlich müsste heute noch ein spezielles Paket ankommen. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es heute oder morgen ankommt. Da kann ich euch das nämlich in dem Vlog auch noch zeigen. Und zwar ein Gemälde. Oder ein... Doch, es ist ein Gemälde. Es ist ein selbstgemaltes Bild. Und es gibt 2 Positionen in der Wohnung, wo ich mir vorstellen könnte, das aufzuhängen. Ich muss mal so ein bisschen gucken, wo es für mich am besten wirkt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Gut, ich muss es los. Kind Nummer 2 abholen. Und dann sprechen wir bestimmt mal in Ruhe, warum es eigentlich diesen Vlog überhaupt gibt. Kommen wir doch mal dazu, warum es diesen Vlog gibt. Das passt nämlich gerade sehr gut. Wir sind heute in die Ferien gestartet. Und die Kinder sind die ersten 3 Tage mit ihren Großeltern unterwegs und weg. Und ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe ja nicht mehr oft kinderfreie Wochenenden. Also wenn es hochkommt, sind es vielleicht 2 im Jahr oder so. Und ich bin es auch sonst nicht mehr gewöhnt, viel Zeit ohne die Kinder zu verbringen. Natürlich, wenn die in der Schule sind und ich arbeite, aber das ist irgendwie was anderes. Aber sonst sind wir einfach immer permanent zusammen. Es sind mal so 2, 3 Nachmittage, wo es mal nicht so ist im Monat. Aber sonst sind wir immer zusammen. Und das ist so ganz, ganz anders zu dem von vor 5 Jahren, als ich frisch Single war. Da habe ich einfach ein anderes Leben gelebt. Und da hatte ich meine Sturm- und Drangzeit, die ich halt eben vorher nicht hatte. Und das ist jetzt einfach alles nicht mehr. Wir haben uns so eingerichtet in unserem Leben zu dritt. Und ich finde es mittlerweile schwer, mehr als einen Tag ohne die Kinder zu sein. Und ich wusste von diesem Wochenende jetzt schon ein paar Monate. Und ich habe mich zu noch keinem Zeitpunkt darauf gefreut. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich das herbeigesehnt, erfleht. Ja. Und ich habe in den letzten Monaten so meine Struggles mit Alleinsein, auch mit alleine rausgehen. Also ich habe so Angstzustände entwickelt, wenn ich alleine rausgehe und kann das auch nicht immer. Das fängt beim Spazierengehen zum Beispiel an, geht darüber weiter, dass ich immer in einen und denselben Supermarkt fahre. Einfach als Sicherheitsfaktor. Genau, und ich vlogge, um
das festzuhalten, wie dieses Wochenende für mich wird. Ich hatte schon die verrücktesten Ideen. Also ich hatte natürlich, sobald ich wusste, dass dieses Wochenende eben ansteht, so meine diversen Freundinnen angefragt. Und am Anfang nur Absagen bekommen, weil die schon irgendwie im Urlaub und Geburtstage und dieses und jenes. Weil ich dachte, hey, komm, und dann gehst du ins Kino und auf Konzerte und essen und verbringst halt die Zeit und machst Dinge, die du sonst halt nicht machen kannst, wenn die Kinder da sind. So, und das schien halt nicht so richtig aufzugehen. Dann dachte ich, okay, ich mache das komplette Konträrprogramm. Ich bleib mal also als Challenge, diese 3 Tage komplett nur für mich, ganz alleine. Und mache aber trotzdem Dinge alleine. Und es hat sich so in den letzten Wochen rausgestellt, dass es unrealistisch aktuell ist, dass ich das einfach nicht leisten kann und dann auch einfach nicht muss. Und habe jetzt so einen Mix irgendwie dieses Wochenende mir organisiert. Also ich habe ganz viele Dinge auf meiner Liste, auf die ich mich freue. Ich habe mir leckeres Essen besorgt. Ich habe eine Serie aufgespart, auf die ich mich sehr freue, die jetzt über das Wochenende gucken zu können, zum Beispiel. Heute am Freitag habe ich abends einen Frauenkreis, an dem ich online teilnehme. Morgen am Samstag habe ich Mittag ein Online-Treffen mit einer Freundin zum Austausch. Abends bin ich dann mit einer Freundin noch zum Essen verabredet. Sonntag bin ich zum Essen mit meiner Familie verabredet. Und es gibt schon immer mal so Momente mit anderen Menschen. Und wie gesagt, ich habe mir schöne Dinge vorgenommen und so, aber die Kinder sind jetzt seit einer knappen Stunde ungefähr weg und mir geht es schon schlecht. Ich habe schon gescrollt, das habe ich gerade unterbrochen, weil ich habe das Scrollen gemerkt und dachte, okay, weglegen und was ist denn da für ein Gefühl da? Warum habe ich denn angefangen, durch Instagram zu scrollen? Ah ja, weil ich traurig bin, weil die weg sind. Und das finde ich gerade ganz schwer. Und das möchte ich so ein bisschen in dem Vlog auch ein bisschen für euch festhalten. Das war nicht immer so. Aber weil wir über die 5 Jahre jetzt so eine enge, sehr, sehr enge Beziehung entwickelt haben, ist es für die Kinder schwer, von mir weg zu sein und für mich mittlerweile auch schwer. Freue mich da einfach nicht mehr drauf. Und bin jetzt gespannt, wie diese Tage sich noch für mich entwickeln, wenn schon der Start jetzt so holprig war. Ich mache mir jetzt meinen liebsten Chor wach. Und eigentlich hätte ich jetzt gern gelesen, aber ich glaube, das packe ich gerade nicht. Ich werde jetzt diese Serie anfangen. Die aktuelle Staffel von Only Murders in the Building. Ja. Weil ich habe jetzt zwei Optionen. Heulen oder eine Serie gucken. Und das Heulen kommt noch, ich bin mir absolut sicher, wenn es mir jetzt schon so schlecht geht. Und ich muss auch einmal dazu sagen, ich finde es gar nicht so einfach, sowas hier zu zeigen. Weil ich möchte ein Vorbild für euch sein. Ich möchte euch motivieren und inspirieren und zeigen, dass es möglich ist. Aber natürlich gibt es trotz allem, was ich in den letzten Jahren für mich erreicht habe und geschafft habe und verändert habe, solche Momente wie jetzt. Und ich glaube, das darf und muss man auch mal zeigen. Ja, schauen wir mal, wie der Tag heute noch so weitergeht. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, den gesunden Weg zu wählen. Ich mache jetzt eine kurze Meditation, um dem Gefühl in mir jetzt mal Raum zu geben, um das da sein zu lassen. Ich versuche alles, was ich an Links, an References habe, die ich bei dem Vlog in die Beschreibung packen will, mir jetzt immer direkt in meine Notizen-App zu schreiben, dass ich die dann unter das Video packen kann. So auch das Video, was ich jetzt benutzen werde für diese Meditation. Das sind alles Empfehlungen, lange von mir getestet und für gut empfunden, wenn ihr da Dinge sucht. Werde jetzt also der Traurigkeit, also es ist ja nicht nur Traurigkeit, es ist Traurigkeit, Hilflosigkeit, auch so Genervtheit, dass ich mir das nicht schön machen kann gerade, dem gerade jetzt mal Raum geben in einer Meditation und dann gucken wir weiter.
Also das Bild ist angekommen und ich habe jetzt auch schon entschieden, wo in meiner Wohnung es hin soll, nämlich in mein Schlafzimmer. Dafür musste ich die Wand gerade freiräumen, wo das Bild dann hin soll, nämlich da. Das Bild, was da hing, habe ich hierhin gemacht über die Kommode. Und das, was hier hing, nämlich ein Bilderrahmen, den habe ich nach da drüben gepackt. Und ich weiß auch nicht, was das manchmal ist. Ich finde das ja so cool, wenn Leute ihr Bett so wunderschön gemacht haben. Und ich habe jetzt irgendwie angefangen, das auch zu machen. Und habe gemerkt, dass mir Essentials fehlen. Also, dass da mehr Kissen hin müssen. Und dass hier vorne noch irgendwas passieren darf. Ich habe jetzt erstmal nur das genommen, was ich einfach zu Hause hatte. Ich habe noch zwei Kissen gefunden, die da hinten hin können. Allerdings passen die Bezüge nicht. Dazu muss ich erst neue Bezüge besorgen. Gerne auch in so einem rosa Ton. Also das darf noch wachsen. Aber so passiert es, dass ich ständig irgendwas in meiner Wohnung finde, was ich optimieren kann. Vor allen Dingen an Tagen, wo es mir nicht gut geht. Und das wollte ich eigentlich gerade eben nicht machen. Aber gut, ich lasse das jetzt auch einfach so. Eigentlich würde es mir jetzt wahnsinnig gut tun, rauszugehen und spazieren zu gehen. Aber ich kann nicht. Für Leute, die das noch nie hatten, klingt das total banal und Quatsch. Warum kann man nicht rausgehen? Nee, wenn du Angst davor hast, rauszugehen, kannst du nicht rausgehen. Und weil ich mich jetzt aber unbedingt bewegen muss, habe ich mich für Yoga entschieden. Und es gibt Yoga für alles. Es gibt auch so ein 15 Minuten oder 12 Minuten, glaube ich, sogar nur Yoga-Video bei Depressionen zum Beispiel. Und heute mache ich das, habe ich vorher noch nie gemacht, 20 Minuten SOS-Praxis, Erste Hilfe bei Traurigkeit. Das mache ich jetzt einfach. Das war gerade wirklich, wirklich schön und hat echt gut getan. Jetzt fühle ich endlich so ein... Oh, endlich ist es besser. Also das Yoga-Set kann ich euch sehr empfehlen. Ich verlinke euch auch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Und die 20 Minuten sind so wahnsinnig schnell gerade vergangen. Übrigens auch sowas kann ich euch zum Wohlfühlen, heimelig fühlen, wenn es euch schlecht geht, sehr empfehlen. Ist quasi bei YouTube, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so Cozy Autumn Atmosphere irgendwas. Und das werfe ich mir quasi auf den Fernseher und das läuft es dann einfach so nebenbei an. Ich werde mir dazu jetzt gleich Taylor Swift anmachen. Bin ja wirklich ein sehr großer Swiftie und das macht mir wirklich immer gute Laune. Und werde jetzt duschen gehen. Und dann habe ich mir für heute Abend schon alles eingekauft für eine Gemüsecremesuppe, mit der ich mich dann noch vor weitere Folgen Only Murders in the Building setzen werde, bevor dann heute Abend, wie gesagt, der Online-Frauenkreis stattfindet. Good morning in the morning von mir und meinem grünen Tee. Übrigens sehr empfehlenswert, wenn ihr euch mehr Energie im Alltag wünscht, Grüntee zu trinken. Passt aber auf, der hier dürfte zum Beispiel nur 3 Minuten ziehen, sonst wird der so bitter. Gestern Abend habe ich noch eine Stunde, verdammte Axt, eine Stunde durch Instagram gescrollt. Also das, was ich eigentlich vermeiden wollte, um danach eine halbe Stunde zu heulen. Und nicht nur so ein bisschen zu heulen, sondern richtig, richtig doll krass zu heulen. Und das war natürlich in dem Moment jetzt nicht so unbedingt so toll. Aber danach habe ich richtig diesen Release gemerkt und habe mich auch danach direkt besser gefühlt. Und fühle mich auch heute Morgen so viel besser als gestern. Also habt keine Angst vor den Gefühlsausbrüchen, weil es danach wirklich besser geht. Und ansonsten habe ich heute Morgen nochmal, ich hatte schon in der Nacht gemerkt, dass ich so einen steifen Nacken habe, weil sich so angestaute Emotionen gerne bei mir so im Nackenbereich festsetzen. Unterer Rücken ist auch so ein Ding. Und ich weiß, früher als Jugendliche, ich hatte permanent Bauchschmerzen, weil sich meine Gefühle da immer auf meinen Magen gelegt haben. Das habe ich heute zum Glück nicht mehr so doll.
Und jetzt starte ich in den Tag mit grünem Tee und dem Film Mord im Orient Express. Das war auch so ein Ding, was ich mir für dieses Wochenende aufgehoben habe. Und es ist ein Film, den ich nicht abends gucken kann. Das ist mir zu aufregend für abends. Sowas kann ich nur tagsüber gucken. Und sowas würde ich sonst nie machen, vormittags mir einen Film reinzuziehen. Aber dieses Wochenende geht das. Und deswegen mache ich das jetzt. So, also ich mag die Filme von Hercule Poirot sehr gerne und ich glaube, es gibt auch aktuell gerade einen neuen im Kino. Ich habe als Jugendliche auch alle Miss Marple Bücher gelesen und dann auch ein paar von den Schwarz-Weiß-Filmen geguckt. Und ich habe jetzt noch 20 Minuten Zeit, bevor ich eine Online-Verabredung habe mit meiner Freundin. Und wir wollen ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemeinsam miteinander betreiben. Wir haben uns eine Übung rausgesucht, die wir zusammen machen wollen. Das kann ich übrigens jedem empfehlen, dem manchmal so die Motivation fehlt, alleine loszulegen oder der das einfach in Gemeinschaft machen möchte oder der noch gerne andere Impulse haben möchte. Das einfach auch online. Wenn ihr in eurem normalen Leben niemanden habt für sowas, halt auch online das mit anderen Menschen gemeinsam zu machen. Und weil ich jetzt noch 20 Minuten Zeit habe, werde ich jetzt ein paar meiner Routinen machen. Normalerweise unter der Woche in einem ganz strikten, geregelten Tagesablauf mache ich alle meine Routinen morgens als erstes oder den Großteil meiner Routinen. Jetzt an diesem Wochenende ist es so ein bisschen mal hier, mal da. Was ich jetzt gleich machen werde, ist eine Runde Breathwork zu machen und EFT zu klopfen und vielleicht noch eine kleine Meditation mit dazwischen zu schieben. All das, was ich gleich nutze, verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Infobox. Breathwork kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr mehr Energie haben wollt, wenn ihr was gegen Ängste und Sorgen tun wollt, wenn ihr was für eure Gesundheit machen wollt. Wer meine Mama-Glücks-Mails erhält, der hat auch schon eine Breathwork-Anleitung von mir bekommen. Wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, schreibt mir gerne, wenn ihr auch die Mama-Glücks-Mails bekommen möchtet. Also ich mache jetzt ein bisschen was von meinen Routinen, verlinke euch alles. Und dann habe ich das Gespräch mit meiner Freundin. So, ich habe jetzt gerade noch was gegessen und werde jetzt etwas machen. Ich glaube, ich bin heute bei Tag, weiß ich gar nicht, irgendwas paar 20 von 30. Ich mache nämlich 30 Tage ein Vergebungsritual. Und das werde ich jetzt anschließen. Und dann kommt nämlich gleich jemand und hilft mir mein, Obacht, ich habe gegoogelt, nicht mein Gemälde, war das falsche Wort, sondern mein Kunstwerk aufzuhängen, weil das schaffe ich alleine nicht. Das ist zu groß und es soll ja auch gerade hängen, bitteschön. Das machen wir dann gleich. Und dann hat meine Oma einen Apfelkuchen gebacken. Das ist also dann der nächste Programmpunkt. Und dann habe ich mir heute jemanden organisiert, der mit mir gemeinsam spazieren geht, damit ich heute auf jeden Fall spazieren gehe. Das sind jetzt so die nächsten Dinge, die ich jetzt tun werde. Wenn dann mein Kunstwerk hängt, werde ich euch das auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Hallo am Sonntag. Ich habe gestern total vergessen, mich nochmal zu melden. Das wollte ich eigentlich nochmal machen. Aber ich hatte einen sehr schönen Spaziergang und dann war ich indisch essen mit meiner Freundin. Und dann bin ich einfach nur noch heimgekommen und ins Bett gegangen. Und ja, heute ist Sonntag. Ich habe einiges auf meiner Liste. Ihr habt zum Beispiel schon eine neue Meditation auf YouTube und es ist auch ein neues Video auf meinem Buchkanal online gekommen. Falls euch Bücher interessieren, schaut da gerne mal vorbei. Auch den findet ihr in der Linksammlung unter diesem Video. Und jetzt muss ich ein bisschen, ein kleines bisschen, so 20 Minuten Haushaltskrempel machen. Und dann widme ich mich mal meinen täglichen Routinen und zeige euch dann nochmal so einiges. Also ich starte jetzt mit Breathwork. Davon hatte ich euch schon mal erzählt, werde da dann eine Runde EFT anschließen und 10 Minuten meditieren. Und dann habe ich hier schon mein Journal liegen mit Affirmationen, die ich jeden Tag lese und Journalübungen, die ich eben auch mache. Und einen Auszug aus meinen Journalübungen findet ihr auch über mein Freebie, was ich euch auch gerne nochmal unten in der Infobox
verlinken werde. Wenn ihr da Interesse dran habt an so täglichen Journal-Übungen, die man gut machen kann, dann schaut euch das mal an. Ich werde jetzt gleich noch einen kleinen Moment lesen. Und aktuell lese ich gerade von Laurie Nelson Spearman Heute schon für morgen träumen. Und es geht um einen Fluch in einer Familie und dass immer die Zweitgeborenen keinen Mann finden oder halt nicht glücklich verliebt sind, nicht heiraten, keine Kinder kriegen und so weiter und so fort. Und zwei junge Frauen, zwei Cousinen wollen mit Hilfe ihrer Großtante diesen Fluch durchbrechen und lernen dabei, wie sie sich haben leiten lassen von diesem Fluch. Die eine hat es quasi in die Richtung übertrieben, dass sie nur auf Dates ist, es den Männern nur recht machen will, sich anbiedert. Die andere hat sich komplett zurückgezogen, die trägt, ist 29, trägt Oma-Klamotten, trifft überhaupt gar keine Männer und hat es auch nicht vor. Und diese Großtante versucht, die beiden jetzt in eine, ich sag mal, Richtung zu bringen, die beiden eher entspricht. Sich eben nicht mehr so abhängig zu machen von diesem angeblichen Fluch. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Falls ihr gerade ein Buch lest, kommentiert doch unten mal, wie das heißt und ob ihr das empfehlen könnt. Also nachdem ich sehr gut bei meiner Oma gegessen habe und nochmal spazieren war heute, sitze ich jetzt hier wieder und gucke weiter Only Murders in the Building. Und ich muss sagen, es geht mir so viel besser als am Freitag. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass ich nochmal auf so ein Hoch komme. Und ich werde mir jetzt einfach noch einen sehr, sehr schönen Sonntagabend machen. Und morgen am Montag steht dann einiges auf meiner To-Do-Liste, bevor die Kinder dann auch schon wieder nach Hause kommen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn sie dann wieder da sind. Aber das verlief dann doch besser, als ich das am Freitag erwartet hätte.